So. Mother. Einfach nur Mutti. Einfach nur Mutti. Kennt vielleicht schon von euch einer von einer der ein oder andere von euch. Ist ein bisschen älter schon. 2020 kam das Spiel raus. Also nicht Earthbound Mother, sondern Mother. Okay, Black Screen. Ah, da kommt's. Mutti. Das ist schon ein bisschen älter, das Spiel, ne? Das packt mein PC, oder? Let's go. Ja, die Menüsounds sind irgendwie ganz nice, ne? Ja, den Horrorfilm Mama kenne ich auch, ja. 7 days after the funeral, okay. Irgendjemand ist gestorben. Der PS1 Texturen Warp. Okay, hier geht der Texturen Warp richtig ab. Direkt eingeschissen. I need to sleep. Night Zero. Dr. Hughes. Hughes. Take these pills for the next. Kann ich die? Ah. Take three red pill. Prescription. Take three pi red pills. Two green pills and three blue pills. Okay. Dr. Huge Ass. Take this pills for the next 2 days before going to sleep. This will help appease your emotional state after a traumatic event. Do not take any more than what is prescribed, or you will be running the risk of suffering intense side effects. If you did, go to the hospital immediately. I wish you the best, Mary. Drei rote, drei blaue, zwei grüne. Okay, das kann ich mir merken. Vergessen. Ich wusste, dass es kommt, habe mich trotzdem erschrocken. Kennst du das Spiel schon, Poppy? Irgendwas kann ich. Ach so, hier. Und die Pillen sind jetzt im ganzen Haus versteckt. Alarm! Okay. Hier. I should somewhere place the urn first. Ah, wahrscheinlich, da ist die Asche drin, wahrscheinlich, ne? Von der verstorbenen Person. Wieso wobbelt die so? Spoopy Urn. Haben wir einen Kamin? Man stellt doch so Uhren immer über den. Da steht doch jemand. Aber da steht doch jemand. Sieht sie denn auch?
Aber da steht doch jemand. Mitbewohner? Karl. I still can't accept that he is gone. Just last week, I was still talking to him and he seemed happy and everything seemed normal. I never expected this from him. I thought I knew my brother. What fucking drove him to this? Ihn dazu, was hat ihn dazu gebracht? Also Selbstmord? Da war doch ein Lichtschalter, wo? Ah, hier. He gone! Okay. I shouldn't wake Kyla up. Okay, ja, dann lass mal snacken. Also ich denke mal, wir spielen dann die Mutter. Unser Ehemann ist wahrscheinlich gestorben. Okay. Zwei. Drei. Habe ich jetzt schon gegessen? Waren das zwei? Vier! Also wenn ich jetzt vier blaue habe, dann sollte ich noch eine rote nehmen und noch eine grüne. Dann haben wir 4, 3, 4. Dann ist die Balance immer noch die gleiche. Eine höhere Dosis, aber die Balance ist immer noch die gleiche, oder? Funktioniert das so? That should be enough. Ach du Scheiße. Been gedruckt. The air feels cold. Das Kinderzimmer ist jetzt offen. Kyla? Karen. Mary. How has it been going? Are you feeling better? I worry so much about you. Kyla? Oh, meine Kinder haben Telekinese drauf. How are the children? Wie immer Freaks. I'm bored. I'm bored. Meine Kinder sind irgendwie so Superkinder oder so. I'm bored. I'm bored. Ich hab Ball gefangen. I'm bored. Statt der Use Mouse Wheel to select a secondary interaction. Ach so, hier. Bring to sleep.
I guess I'll follow you back to bed. Okay. I guess I'll follow you back to bed. Was habe ich für weirde Kinder? Okay, sie liegt. Kussi. Komm, Kyle. Auch wild, seine Kinder einfach Kyle und Kyler zu nennen. Der, wo ist Kyles Zimmer? Hier? Nee, hier ist der Alarmknopf. Da ist der Panic Room. Da geht's raus. Hat er überhaupt ein Zimmer, der Junge? Wir heißen Maria und Mario. So vergisst man nie die Kinder, die Namen seiner Kinder. So. We are pleased that you choose Harmonia to organize your funeral. We hope that we helped the mourning of your lost one. If you were satisfied with our service, don't forget to leave a review on our website. So, ab ins Bett. Nein, man kann sich verstecken. Ein Spiel hat Gameplay. Scheiße. Ich hasse Spiele mit Gameplay. Muss ich jetzt wieder Pillen schlucken? Ist das quasi jetzt haben wir jetzt eine Nacht verbracht? Oder sind wir jetzt nur mittendrin in der Nacht aufgewacht? Scheint immer noch spät nachts zu sein, ne? Also was heißt spät? 21 Uhr. Can't sleep. Can't sleep, got things to do. Okay, dann müssen wir wieder Pillen snacken, I guess. Keine mehr. Cookie? Kyla. Keks? Okay, sie hat Keks gegessen. Oder geht es immer noch darum, dass es kalt ist? Weil die ist ja aufgewacht und hat gesagt, das ist ziemlich kalt. Vielleicht geht es immer noch darum. Und ich soll überall Fenster zumachen. Gibt es kein Fenster? Da ist zu. 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 Wieso kommt da Licht raus? Ach so, weil aus dem Nebenzimmer. Na, stehst du gut, Kyla? Hier ist noch offen. Hier ist offen. Okay. Checken wir nochmal Kinderzimmer ab, ob da noch ein Fenster offen ist. So ist da so eine Stange. Ja, wir können damit jetzt ein Millibild bauen. So. Guten, ne? Can't you do sleep? Still got things. Was will die Frau noch machen?
Aber was will die Frau noch machen? Ficken also. Ah. Boah, ich dachte, das ist ein Ges- Take my pills, close the windows, habe ich. Nee, aber ich habe keine Pillen mehr. Was soll ich machen? Sind jetzt neu gespawnt? Okay, vier auf einmal. Da ist auch nur noch einer. I should follow the doctor's prescription. Ja, hab ich nicht. Ich kann auch nicht raus, oder? Nee. Ich dachte vielleicht irgendwie zum Arzt gehen, neue Pillen holen. Alarm, weil ich keine Pillen mehr habe. Nimm alle von den Grünen. Ah, oh, okay. Einfach alle rein. Schön Smarties reindonnern. Make the noise stop. Seid ihr besoffen? Es ist mitten in der Nacht! Eis. Was? Tommy lives in this apartment. We told you. He is there. He is there. Where's Tommy? Tommy, Tommy. Jetzt aber ab ins Bett mit euch! Is Tommy our new friend? Okay, sie gehen. He moved. Was? Bitte was? Is this where Tommy lives? He went through here. Aber nicht mehr so aus, als würde ich hier leben.
hope they are in perfect health, mentally and physically. And you too, Mary. You should tidy up the house. It will improve everyone's mood. Okay, Tommy geht's gut. Did you see Tommy? Why did Tommy leave? Okay. Hey! Jetzt meckert nicht so! Das ist nur ein Mäuschen, Chat. Die sind süß. Dürfen die behalten. So. Und jetzt ab. Jetzt ab. Sofort. Ich will heute nachts nicht mehr hören. Okay. Wir können schlafen gehen. Ich konnte den Schacht, glaube ich, nicht zumachen. Ich habe es versucht. Ich habe die ganze Zeit jedes Mal Angst, dass irgendwas passiert, während ich versuche einzuschlafen. Was? Alive? Kyla and Kyla still alive. The death of your children is final and cannot be reversed. What the? Some actions like bringing your children to sleep or protecting them from harm will increase their well-being. Wieso geht es Kyle schlechter als Kyla? Wieso gibt es den 10% schlechter? Ach, weil ich einen Keks gegeben habe, weil ich Kyla einen Keks gegeben habe. Deshalb hat sie einfach nur mehr. Ist sie zufriedener. Tell Kyla to pick up. Gib dir eine Scheiße auf. I'm tired. Ja, wenn du müde bist, dann schlafen, oder? Meine Kinder sind sowas von tot. Ich meine, ich könnte auch helfen. Aber so funktioniert Erziehung nicht, ne? Oh. Mary, there has been a mistake in your test results. Do not, under any circumstances, take any of the green pills. If you did, please go to the hospital as soon as possible. Huchi, ich hab alle gefressen. Moment hier. Do not take any more. Okay, das kennen wir schon. Ich hab alle gesnackt. Die waren aber auch echt lecker. So. Und jetzt ab ins Bett. Da ist noch eine Schere. Vielleicht gibt es im Kühlschrank irgendwas, was ich ihr zwischen die Zähne schieben kann. Irgendein. So eine Salami schöner. Ah, hier ist noch ein Keks. Nee, so eine Scheibe Salami zusammenrollen. Eine Ratte. Hier hast du gut gemacht. Wellbeing increased. Okay, und jetzt ab ins Bett. Ja, ich wollte jetzt ihr geben, weil ich wollte halt sie belohnen dafür, dass sie gute Arbeit gemacht hat. Der Junge wird sterben. So, ich helfe dir, okay?
Du dummer Junge. Du dummer, dummer Junge. Du kleiner, dreckiger... Du lässt die Sachen da drin! Okay, I'll stop playing. Genau! Mama sucht jetzt für dich einen Keks. Kann ich ihm das geben? Mama sucht für dich jetzt schnell einen Keks, okay? Da drin? Kein Keks. Ist hier ein Kekse? Ja, Mutter sein ist echt ein schwerer Job, Mann. Wieso ist hier die Tür offen? Everything okay, Mary? Ich wollte ihm nicht den Block zum Essen geben. Dachte mir, vielleicht kann man ihm das geben zum Spielen. Leute, ich glaube, mein Sohnemann wird sterben. Ich habe keine Kekse für meinen Sohnemann. Wo ist der Junge hin? Oh mein Gott, du. Du kleiner Bengel, du. Und ich habe für dich einen Keks gesucht. Ja, gibt's keinen Keks. Ab ins Bett jetzt. Heute gehst du hungrig ins Bett, so! I thought I had lost that one. Nee, ich hab's. So, jetzt ab ins Bett. Nichts in dem Ton! So, Mama räumt ein bisschen auf. Bring ich jetzt wirklich alle Kartons raus? Die eine Freundin, die mir geschrieben hat, hat ja gesagt, wenn du die Bude auf Vordermann bringst, dann geht's generell allen ein bisschen besser, weil es halt angenehmer ist, ne? Saubere Bude zu haben. Deshalb denke ich, wenn ich jetzt die Bude aufräume, geht's den Kids besser? War denn nicht ein Mülleimer? Was für ein Mülleimer? Oder willst du mir sagen, ich soll im Mülleimer nach dem Keks suchen? Die Nachbarn werden dich hassen. Nee, Mary, meine Nachbarin, hat gesagt, sie braucht momentan ganz viele Kartons. Weil die hat sehr viele Bücher, die sie spenden möchte. Und ich gebe ihr meine Kartons, meine Umzugskartons. Das ist alles so abgesprochen. I don't have anything to throw. Okay, zum Wegwerfen habe ich nichts. Kann ich da Kartons reinwerfen? Das meinst du wahrscheinlich mit dem Müll, ne? Nee.
geht nicht. Das ist halt Hausmüll, das ist nicht Papiermüll, ne? Hier wird hier noch sorgfältig getrennt. Hausmüll kommt in die Tonne, Papiermüll kommt in den Flur. Hier wird getrennt. Was ist hier für ein Glitch, Alter? Der Umwelt zuliebe, genau. Muss das Ding eigentlich immer so offen sein? Halbe Baustelle hier. Leckt sich Biako gerade? Oh, was passiert? Was ist das? Was ist das? Wo ist das? Was ist das? Entschuldigung? What the fuck? Wo saß der? Sitzt er hier drin vielleicht? Das gefällt mich alles nicht. Das gefällt mich alles nicht, Chat. Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Das waren viele. Ich dachte, die Dose war leer. Okay. Ja, aber ich habe keine anderen außer den Grünen. Die anderen sind alle leer. Und die Aufgabe ist Pillen essen, sonst kann ich nicht schlafen gehen. Diese Geräusche, Mann, die machen mich fertig. Boah, bei irgendeiner Nacht kommt hier so ein mieser Jumpscare. Und ich werde einfach meinen kompletten Darminhalt entleeren, während ich hier sitze. Guck, alles gut, oder? Guck, Leute, alles gut. Meinen Kindern geht's gut, Leute. Okay. Stop the monkey doll. I hate that toy. Muss das gegen die Scheibe sein? Muss das gegen die Scheibe sein? I'm bored. Haben wir einen neuen Keks irgendwo jetzt? Ist ein neuer Keks gespawnt? Hier, guck doch ein bisschen Fernsehen. Läuft deine Lieblingssendung. Du dreckiger Affe!
Fernseher will sie auch nicht schauen. Imagine, Kinder, die keinen Fernseher schauen wollen. Und was macht Kyle? Das hier ist jetzt offen. Das war vorher zu. Dieser dumme Scheißaffe! Ich räume jetzt aber das Zimmer nicht nochmal auf. Wo ist der kleine Bengel? Ich hab gesagt, wir sollten dieses dumme Spielzeug nicht kaufen. No, don't take my remote. Junge, alles gut? I'm bored. Ich würde dir echt gerne einen Keks geben, ne, aber... Nein, komm. Aber Kekse sind aus. Gibt keine mehr. Niemals Kinder bekommen. Nach dem Spiel erst recht nicht. Nicht die Urne vom Vater. Refer a friend today and get 50% off your next coffin purchase with us. Ah, danke. I'm sorry. Did I just kill Dad? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier ist ein Keks. Ja, ich brauche irgendwie einen Besen oder so. Den stecken wir in die Waschmaschine rein, I guess. Meine Teddy ist jetzt voll mit der Asche von unserem verstorbenen Ehemann. Das ist jetzt quasi der neue Vater der Familie. Haben wir keine Waschmaschine? Ach, hier, ne? I need to add Detergent. Digga, was für Detergent? Haben wir irgendwo einen Besen, einen Schrubber, irgendwas? Ich wollte ihm den Keks noch dem Sohnemann geben. Die Tochter hat es nicht verdient. So, gönn dir. Einfach der Tochter den Keks stehlen und dem Sohn geben. Ja, die hat heute keinen Keks verdient. So. Irgendwo ein... Ah, hier. Okay. Irgendwo ein Besen oder so? Dieser dumme Affe!
Irgendwie funktioniert das nicht. Die bewegt den Pinsel nicht. Und irgendwie geht da auch von der Wand nichts weg. Habe ich das Gefühl. Warte, doch, es geht doch schon was weg. Doch, doch, es geht was weg. Wo ist dieser dumme Affe? Halt wirklich Affe gleich einfach aus dem Fenster werfen. Okay, die Wand scheint fertig zu sein. That's the best I can do. Amy schreibt mir. Mary, I'm starting to feel concerned about some noises I hear at night in the building. Have you heard them? It sounds like someone is roaming around, searching for something or someone, I don't know. I haven't been able to get a good look at him. Sometimes he suddenly stops. Like he's trying to listen for something. I can't sleep anymore, Mary. This freaks me out. Should I call the police? Bitte. Bitte. Irgendjemand. Dieser dumme Affe! Okay. Ab ins Bett. Mit dem Affen nebenan. Das schauen. Ja, den geht's doch gut. Das ist doch einfach nur meine Waschmaschine. Oder ist Strom ausgefallen? Nee, Strom ist nicht ausgefallen. Wir haben da Licht. Licht ist da. Können wir die Balkontür bitte zumachen? Wieso darf ich die nicht zumachen? Kinder schlafen, alles gut. Boah, irgendwie ist das Game ultra unangenehm. Oh, das ist die schlimmste Stelle. Da wird irgendwas passieren. Ich wusste, da passiert irgendwas. Und dann ist es dieser dumme Affe. Tja, meinen Kindern geht's wundervoll. Die lieben mich. Kurz im Gym zu Tode erschreckt. Komm schon, Kinder. Noch eine Vase? Ist da gerade ein scheiß Freak auf unserem Balkon? Ist da gerade ein scheiß Freak auf unserem Balkon?
Wieso ist der scheiß Balkon eigentlich offen? Oh mein Gott, dieses Kind. Holy shit. Ich habe nur ganz schnelle Schritte gehört und ich dachte mir, was passiert hier? Oh, mach Augen auf, das Kind steht da. Bruh. Kyle woke me up. He's playing with the paintings. Er hat die ganze Wand irgendwo angemalt, oder? I know taking care of two children can be difficult by yourself, but you can't let chaos settle in. Things must stay clean and ordered. Don't let the children make a mess. Jack would have wanted you to raise his children right. Okay, jetzt wissen wir mittlerweile, wie unser Ehemann heißt. Der gute Jack. I'm bored. Mann, diese Kinder, ey. Die ganzen Tage sind die nur bored, bored, bored. Mal doch irgendwas! Ja, lies ein Buch, mal irgendwas. Mein Gott. Hier. Wo ist ein Keks? Ja, wo ist der Junge? Hier. Wo ist ein Keks? Thanks. I'm bored. So, aber wo hat jetzt was angemalt? Ab ins Bett. War das so rum? Ja, ne? Oder war das andersrum? Ich erkenne das Bild nicht mal. Was ist da? Ach, das ist ein Affe! Ich hab den Affen nicht gesehen. Ja, man könnte irgendwie Computer spielen, Fernsehen gucken, irgendwas, was normale Kinder machen. Wieso hat sich jetzt mein Screen gedreht? Ich habe das Bild gedreht und mein Screen hat sich jetzt mitgedreht. Pillen zeigen langsam ihre Wirkung. Do not let chaos creep in. Leute. Da steht jemand. Mom, is that Tommy? Was mache ich jetzt, Chat? Wir gehen schlafen. Was mache ich mit ihm, Leute? Ich kann nicht ins Zimmer rein. Ich kann ihn nicht schlafen legen. Why is Tommy acting so weird? Tommy does not exist. Boah, ist das Spiel fucking unangenehm. Jetzt geh schlafen.
What the fuck? Was zum Fick war das denn? Das war unangenehm gruselig. Das war wirklich unangenehm. Sorry. Was? Wird's jetzt Zeit für den Alarmknopf? Können wir jetzt Alarm drücken? Es klingt, als wäre noch irgendwo Fenster offen. Die sind alle zu. Ja, beim Sohnemann habe ich das Fenster zugemacht, ja. Drink tea to relax. Wir haben noch irgendwo ein Painting nicht gefixt. Hab keine Windel, warum tust du mir das an? Tja, muss jetzt ohne Windel durchziehen. Bleib stark. Ach so, weil das Fenster kaputt ist, deshalb hört man das so laut. Dieser dumme Stuhl. Ach, da hinten. Wollen wir Teebeutel? Teebeutel? Ja, es kocht doch! Lass trinken! Wasserkocher an, Beutel rein, geiler Apfeltee, sauft ihr ein, Marketee-Kanne, Vitamin C, das Beste von jedem, Mario Mekadri. Warte, der geht gerade zu Kyle ins Zimmer. Ich kann nicht aufstehen, bevor ich den Tee nicht ausgetrunken habe. Das ist ein festgeschriebenes Gesetz. Oh Mann, Jumpscare kommt, Chat. Jumpscare kommt. Steh doch auf! Der frisst deine Kinder! Kyle, geht's gut. He loved his children so much. I remember him being so devastated when you miscarried his third child. It was a very sad day. Oh no. Do you think about Tommy sometimes? What he would have become if he had... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie unangenehm das für die Mutti ist. Wenn die Kinder die ganze Zeit rumlaufen und sagen, hey, da ist Tommy.
Boah, ich habe so Angst vor diesem Screen. Ja, die Lichter gehen von alleine aus, weil Zeitschaltuhren so, ne? Zukunft. Wie viele Nächte muss ich noch? Irgendwie ist das Game ultra stressig. Also ich bin gerade verwirrt. Also, aber je höher die Zahlen, desto besser, oder? Wellbeing. Das Wohlergehen. Ist bei 81%. Wohlergehen 81% heißt, dem Kind geht's ja fast gut. Also das hat das Game alles richtig gemacht. Dass ich es nicht spielen will. Weil es einfach nur irgendwie stressig und unangenehm ist. Wer läuft da nachts in meinem Haus rum? Ihre Schritte. Entschuldigung, Verbrecher! Verlassen Sie umgehend mein Haus! Ach du Scheiße, diese Kinder, das sind so. Ich hab solche scheiß Freaks als Kinder. Wieso sind meine Kinder so schrecklich? I'm bored. Let's play. We go first. Count to 10, Mommy. Hide and seek. 1, 2, 3, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Und jetzt muss ich mit meinen creepigen Scheißkindern Verstecken spielen. 7. 8. 9. 10. Das Spiel macht mega müde. Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt auch lieber schlafen, als das hier weiterzuspielen. Mäuschen! Mama Piep! Oh, yay! Hallo! Wenn Keggy mal Kinder haben sollte, diese dreckigen Scheißkinder, das sagen Safe-Eltern. Eltern beleidigen safe untereinander ihre eigenen Kinder, wenn die irgendwie eine Scheiße gebaut haben. Wo war ein Keks? Wo hast du einen Keks gesehen? Wo hast du einen Keks gesehen? Wo? Oh mein Gott! Der war vorher in der Ente nicht drin! Der war da vorher nicht drin. Was habe ich gerade? Habe ich gerade ein Energy gesoffen? Neben der Badewanne auf dem Boden. Oh, hier auch tatsächlich. Hier. Weil du verloren hast. Kriegst was zu fressen.
Damit du dich nicht ganz so schlecht fühlst. Fucking Tommy, Mann. Vor allem, der war vorher nicht drin. Ich hab den Schrank einmal auf und zugemacht. Da war alles sicher. Oh mein Gott, diese dummen Kinder. Mein Gott, ey. Find a place to hide. It's your turn now, Mommy. Wo verstecken wir uns, Chat? I know you don't like to talk about this. I'm sorry for bringing it up. I hope you are doing all right. I've just stumbled on some medical papers from Jack. It says here that Tommy didn't actually die at birth. Bitte was? Was haben die mit Tommy gemacht? Was haben die mit Tommy gemacht? Ich versteck mich hier drin. That hiding ist zu small. Okay, dann gehe ich halt in den Kleiderschrank, I guess. Kommt jetzt wieder der Jumpscare? 3, 2, 1. Okay. Das ist Tommy, Leute. Das ist nicht. Das ist weder Kyle noch Kyler. Das war wieder Tommy. Das ist Kyler. Ja, irgendwie, wenn Tommy noch nicht gestorben. Oh mein Gott. Wenn Tommy nicht gestorben ist, dann versteckt sich vielleicht. Lebt Tommy vielleicht irgendwie wirklich in den Schächten oder so. But why? Thanks for playing with us, Mom. Mum. We won. Maybe you will win next time. Ich hab auch gewonnen. Rache. Ah. Ja, aber... Also, mir geht's nicht darum, wieso er hier... nachts rauskommt und irgendeine Scheiße macht, sondern mir geht es eher darum, wenn das Kind ja nicht gestorben ist, was haben die Eltern mit dem Kind gemacht? Die, wie es aussieht, wussten ja die Eltern, dass das Kind nicht gestorben ist. Also, was ist passiert? Aha, was war das? Ich schlaf einfach, okay? Boah, dieses Schlafen ist so unangenehm jedes Mal. Dieses Ticken. Wie so eine Zeitbombe gleich, dass gleich irgendein scheiß Jumpscare explodiert. Guck mal, meine Kinder lieben mich.
Vielleicht mit dem Vater zusammen verunglückt. Ja, aber es klang nicht wie ein Unfall oder ein Unglück, sondern es klang so, als hätte der Vater sich selbst umgebracht. Cannot open it? Kyle? Hat sie ihn da eingesperrt? Ist das so ein scheiß Prank unter Kindern? Das andere Kind ist auch verschwunden? Sind die beide da eingesperrt? Schlüssel? Irgendwas zum Aufbrechen oder so? Polizei? Mann, wieso habe ich so gruselige Kinder? Ist Kyle okay? Help him. Was ist passiert? Ich hab doch gefixt. Ach hier. Oh, gone? I'm scared. Ich auch. Wir gehen schlafen. Schlaf tut immer gut. Ich dachte, die können nur sterben, wenn deren Wellbeing weit unten ist. Oh mein Gott! Was? Danke. Danke. Water the plant, place the plant. Können wir mal kurz lesen? Was habe ich hier? Ich hab ganz viele Nachrichten bekommen hier. Funeral Service. To celebrate your first funeral. Bodenlos. Riff Harmonia and the start of your membership. You are eligible for a gift. A flower bouquet will arrive to your door soon. Bodenlos.
Building manager, dear residents, due to heavy water damage to the main generator, the electricity supply for the building has been significantly lowered. We recommend that you be careful and limit the amount of power you're consuming simultaneously. If your power goes out, the fuse box located inside your apartment will allow you to restart the power. We are working hard to fix the situation. Our apologies for the annoyance that this is causing. Okay, wir dürfen nicht so viel Licht gleichzeitig anhaben. Ne? So, Kiddo, du gehst jetzt schlafen. I'm bored. Ja, deshalb gehst du jetzt schlafen. Wenn du langweilig bist, gehst du schlafen. Ja, ja, wo packen wir die Pflanze hin? Haben wir noch irgendwo einen guten Platz? Hier? Nein? Marketing-Gott. Nett von ihm, ja, super nett. Auf dem Balkon stand Place Plant. Tatsächlich. Okay, eine Balkonpflanze. So, wenn man schläft. Wieso ist er auf einmal so aggressiv geworden? Und wieso hat er die Waschmaschine angemacht? Bestimmt, um mich abzulenken. Er kam hier raus, hat die Waschmaschine angemacht und dann hier durch, damit ich hier reinkomme und zur Waschmaschine gehe. Und dann klaut er das Kind. Wie soll ich jetzt schlafen gehen? Wie soll ich jetzt schlafen gehen? Wie? Wie soll ich jetzt einschlafen? Siebte Nacht. I haven't been able to
get a good look at him. Sometimes he suddenly stops like he's trying to listen for something. I can't sleep anymore, Mary. This freaks me out. Should I call the police? He's still there every night. What the fuck is going on? I'm scared. I've called the cops, but they've told me they haven't found any trace of anyone. I'm sure he stood behind my door last night, silent, just listening. He's trying to break in. What should I do? I'm seeing less and less neighbors around. He is killing everyone. I need to get out of here. Tommy bricht auch bei anderen ein? Okay. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Scheint auch alles in Ordnung zu sein. Also gehen wir einfach wieder schlafen. Gehen wir einfach wieder schlafen. Water Martins Plant. Oh. Wir haben doch eine kleine Aufgabe noch zu erledigen. Das Spiel stresst mich so insane, ne? Irgendwie habe ich bei dem Spiel die ganze Zeit das Gefühl, dass jeden Moment ein scheiß Jumpscare kommt. Ja, ich würde gerne irgendwas machen, aber ich kann die Tür nicht zumachen. Ist es der Freak, der meinen Sohn immer nachts beobachtet? Alarm? Ist das für die Tür? Muss ich das an die Tür anbringen? Mama, bitte bleib doch drin. I need a screwdriver. Was für Screwdriver? Thank you.
noch schlafen, oder? Oh mein Gott, diese Kinder, ey. What was that? Noise. Alles gut. Mein Handy-Wecker war's. What are you protecting us from? Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. Ja. Keksik. Hat jetzt schon hingelegt. Ja. Keksik. Wieder der Handywecker. Ja, bei dem Wecker wirst du direkt wach. Wann können wir jetzt eigentlich bitte die Balkontür zumachen? Wieso muss die denn die ganze Zeit offen bleiben? Ja, Hauptsache, der Junge schläft. Kann das Spiel bitte enden? Kann er jetzt eigentlich reinkommen und uns alle umbringen? Sieben ist doch eine gute Anzahl, um das alles zu beenden. Wieso muss es jetzt nur eine achte Nacht geben? Das auch, oder? Hello Mary, do you feel safe in there? Auf gar keinen Fall! Geh wieder ins Bett. Kyler wird doch jetzt aufsteigen zu einer neuen Form, oder? Ist schon bei 100. Aber was hat das mit den Pillen auf sich, die ich jetzt alle gefressen habe? Irgendwie sind die Pillen kein Thema mehr, ne? Oh mein Gott, Tommy. Survive the night. Der steht da einfach. Der steht da einfach. Mein Strom fällt aus. Er kommt.
Wieso ist der Junge weg? Wieso ist der Junge? Wo ist mein Junge? Meine Kinder sind beide weg! Hat das Licht ausgemacht? Aber was jetzt mit meinen Kindern? Still got things to do. Müssen wir jetzt die ganze Nacht durchmachen? Aber meine Kinder sind halt weg. Was soll ich machen? Ich hab einen Keks. Oh mein Gott, was machst du hier? Wo ist jetzt meine Tochter? Mary, you're starting to feel concerned about the noises we hear from your apartment. I mean, look at what time it is. Almost 3 in the morning. And we are hearing sounds of children screaming for their lives. What is happening in there? Bei Gott, ich weiß doch auch nicht. Aber hat er jetzt meine Tochter mitgenommen? Hat er jetzt meine Tochter mitgenommen? Oh mein Gott, du! Diese Kinder! Steh doch auf, Stella! Wieso stehst du so langsam auf? Bitte jetzt lass mich jetzt schlafen. Nö. Tür ist zu, wir haben Alarm. Okay, hört nicht auf. Doch jetzt nicht durch das Schlüssel, nicht durch das, den Türspion, oder? Ich guck da doch jetzt nicht durch, oder? 3, 2, 1. Okay.
Consider this as a warning. We'll report you to the police if we hear your children scream like that again. We hope that this is all just a misunderstanding. If you want to clear things up, please come by. Okay, es waren nur die Nachbarn, Leute. Es waren nur die Nachbarn. Alles gut. Credits? Kann das bitte aufhören? Ah, jetzt. Ich krieg beide nicht auf 100. Das Türklopfen war sehr laut, ja, bei mir auch. Nachbar ist sehr wütend. Ey, wie viele Nächte hat das Spiel bitte? Board up every window. Board up every vent. Ach du Scheiße. Das ist beim Jungen im Zimmer. Wenn ich die ganze Zeit die Kinder bei mir rumschleppen. Jetzt hat er den Jungen. Jetzt hat er den Jungen. Bitte lass doch meine Kinder in Ruhe. Wo ist das Mädchen hin? Da steht ja immer noch. Hä, wieso steht das hier? Ich hab doch gesagt, komm mit. Er kommt. Er kommt. You should use planks to barricade your house. I know it sounds extreme, but you should take any risks. You must do everything to... Ja. Aber er lässt halt nicht mich in Ruhe, ne? Er lässt mich halt nicht in Ruhe. Da ist er. Fucking Tommy, Alter. Nein, bitte, schneller. Ich hab nicht so viel Stamina. Nein, falsch. Wo ist das, wo ist das, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Das ist mitten im Gang, oder? Ja. Ja, komm ins Bett. Ja, ja, ich muss ja beides machen, Vents und Fenster. So, haben wir... Waren das alle? Stamina wieder zurückholen, schnell. Fuck, 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 er hat das Kind. Das ist Badezimmer.
Boah, ist das stressig. Geh doch jetzt schlafen. Achso, nur die nach draußen führen sind wichtig. Er läuft hier irgendwo rum. Der Junge? Der Junge ist... Was ist das für ein Raum? War das das, die Abstellkammer? Ah, hier ist das. Ich habe keine Stamina, ich habe keine Stamina, ich habe keine Stamina. Okay. Direkt Brett mitnehmen, wenn ich schon hier bin? Vielleicht wäre es sinnvoller, die Kinder in einem Raum zusammenzubunkern. Ich weiß nicht. Ich will halt die Kinder nicht zu sehr belasten. Ich weiß nicht, ob, wenn ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe, ob die dadurch nicht irgendwie, deren Wellbeing sinkt. Hab dich, du miese Ratte. Okay. Der Nagel steckt nicht richtig drin, aber... Noch ein Vent. Ach, der ist hier unten, ne? Der fehlt noch. So, jetzt bin ich doch sicher, oder? Jetzt bin ich doch sicher, oder? Der kann doch gar nicht mehr reinkommen, oder? So, ich bin gespannt, wie jetzt das Wohlbefinden meiner Kinder ist. Nach so einer Nacht. Ja, außer er ist schon drin, ja. Vielleicht hätte er noch den Keks suchen können, ja, stimmt. Das geht. Das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts, ist das. So, Tag 10. 10 ist eine schöne Zahl für eine letzte Nacht, oder? Aber was war jetzt mit diesem Typen, diesem maskierten Typen? Was war jetzt mit dem eigentlich? Was war jetzt mit ihm? Play music to relax. Drink some tea. Take my pills. Ich habe immer noch Pillen? Ach du Scheiße, Leute. Der Step wird einfach nur geskippt. Der Pillen-Step wird einfach nur geskippt vom Spiel. Aber sie schluckt wirklich weiterhin die Pillen. Is he gone? Ja, ich hoffe. Ja, sie nur die Grünen. Das sind sowas von alles nur Halluzinationen. Meinst du? Am Ende ist die Frau das Monster. Die Frau komplett durchgedreht. Der Mensch ist immer das Monster.
Die Kinder leben eigentlich gar nicht. Wir sind gar nicht die Mutter, wir sind der Vater, der seine ganze Familie verloren hat. Wir sind die Asche. So, ab ins Bett. Schritte gehört. So, jetzt aber wirklich Ende, oder? Ich habe wieder Keks nicht gesucht. Ich hätte Keks wieder suchen können, ne? Kind 1 weg. Erschreckt mich gleich wieder, weil das Ding gleich irgendwo rumsteht. Kind 2 weg. Die Tür ist offen und meine Kinder sind weg. Mann, wieso sind meine Kinder so? Kann ich nicht normale Kinder haben? Hey, ist okay. Ich klopfe ja schon nicht mehr. Do you know where Tommy is hiding? Ich hasse meine Kinder so sehr. Ich hasse meine Kinder. Ich hatte keine Ausdauer zum Weglaufen. Er schreibt wieder. I've been able to piece everything together the last few days. So, Tommy was born and you hid this from everyone because you were ashamed that he was abnormal, disfigured? Was sind das für Eltern? Why would you keep Tommy hidden from the world like a prisoner inside your own house? How deranged is your mind that you conclude that this was the best thing to do? You could have given him to adoption. Hell, you could have even aborted him. That would have been more humane. Tommy deserved better than to be treated like a dog. How did Jack agree to this? Did you pressure him? You're a monster, Mary. I'm reporting you to the authorities. Your children are not safe with you around. Poor Jack. This is why he killed himself. You should be held responsible for his death. I'm bored.
Dann ist vielleicht dieses große, große maskierte Ding eigentlich sie selbst. Vielleicht ist das sie selbst. Sie hat den Nachbarn angegriffen. Weil der Nachbar so gestresst hatte. Tommy ist der Kleine mit dem krummen Rücken. Aber wer dieser maskiert ist, gar keine Ahnung. Ach komm! Gibt bestimmt eine Schiefe, wenn man beide auf 100 bekommt. Ich hätte an den Keks denken müssen. Night 12. Ihn schläft. Mary, is that knocking? Is that you knocking at our door? Nee, ich mach gar nichts. Bin eine gute Nudel. Keks. Finde ich auf die Schnelle einen Keks? Für die 100%! Hier, gönn dir. Knock, knock, who's there? Take a bath! Ui, Mutti will sich heute richtig gehen, Alter. Hier, Spa-Abend, Alter. Let's go! Ach, nicht das Handy. Das Handy ist reingefallen. Das Handy ist reingefallen. Es hat bzzzt gemacht. Nein, nicht jetzt. Der Alarm, ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Ah, hier. Heilige Scheiße. Was soll ich denn mit ihm machen? Was soll ich denn mit ihm machen? Find Jack's Gun? Daddy had a gun. Why do you need it? Wir wollen eine Gun haben? Ich weiß nicht, ob die Frau eine Gun nehmen sollte in die Hand.
Ich werde nicht die Kinder erschießen. Du Freak. Ah, hier. Lass mal mit Pistole die Kinder ins Bett bringen. So, sofort ins Bett. Gleich aus Versehen. Ja, Amerika, kann passieren. Wollte kurz die Chips aufheben, da lag eine Pistole drunter. Puff. Patrone durch den Raum geflogen. Kind umgebracht. Kein Achievement? Kein Achievement. Ich habe die glücklichsten Kinder überhaupt. War dahinter versteckt? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich weiß nicht, wo das ist. Du dreckiges Vieh. Ist der Monster gone? Typ mit der Maske. Der hat ja wirklich gelebt hier drin. Badezimmer. Ja, ich bin ganz falsch. Hä? Nicht Badezimmer? Küche. Hä? Mein Kind ist tot. Ist das Schießen arschlaut? Ist der Monster gone? Wie soll ich das Ding jetzt noch anschießen? Da ist er. Geschossen! Der hat die ganzen Bretter wieder aufgebrochen. Wo ist mein Stamina-Punkt? Wo ist mein Stamina-Punkt? Ich töte, by the way, gerade mein eigenes Kind. Tommy. Aber wie lange soll ich das jetzt noch machen? Irgendwie muss
muss ich ihn doch dauerhaft loswerden. I think he's gone. Okay, so lange muss ich's machen. Egal, die anderen sind 100%, ja. Board up every window, board up every vent. Ach, ich muss wieder alles... Ich dachte, ich bin sicher. Aber jetzt ist doch seine Base offen. Also vorher hat er sich ja quasi dann in seiner Base versteckt. Und deshalb war er immer noch hier im Haus. Aber jetzt habe ich ja seine Base. Und wir sehen ja, dass er definitiv nicht drin ist im Haus. Er ist weder im Haus noch in der Base. Also wo ist er dann? Dann ist er irgendwo draußen. Jetzt kommt er doch erst recht nicht mehr rein, oder? Seine Base einfach. Ach so, wo ist denn noch was offen? Ach, das war's. Oh. Ich hoffe, dieser eine Stamina-Punkt wird regeneriert, wenn ich schlafen gehe. Weil ich weiß nicht, wo er hin ist. Normalerweise liegt er dann ja irgendwo rum. Man kann ihn einfach wieder einsammeln. Aber der ist jetzt verschwunden. Jetzt habe ich nur noch ein Stamina weniger. Ja, ich würde sagen, ab ins Bett, ne? Mit der Pistole unterm Kissen. Was die Nachbarn denken müssen, schreiende Kinder, Pistolenschüsse, ja halt wirklich. Ich find's auch super, wie die Kinder einfach schlafen, während ich hier die ganze Zeit rumschute. Ich bin hier unterwegs wie Lucky Luke im Wilden Westen und die Kinder schlafen einfach. Okay, jetzt reicht's aber. Okay, jetzt reicht's aber. Durchgeglitscht. Wie er da rausgeht. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob es vielleicht gar kein Ende gibt. Ich bin verwirrt. Hier ist mein Stamina-Punkt. Wo ist er?
Und deshalb bringe ich die Kinder immer ins Bett. Deshalb bringe ich die Kinder immer ins Bett. Fuck. Scheiße. Ja, und jetzt? Du hast eigentlich einen Banger, ey. Ich ziele immer auf Kopf. Die Sau steht hier vor der Tür. Er traut sich nicht rein, weil er weiß, ich bin hier. Ein Problem. Wo ist das? Ich weiß nicht, wo das ist. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe nur noch ein Leben. Scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kind erschießen? Nein, ich erschieße nicht mein zweites Kind auch noch. Drittes. Aber hey, jetzt muss ich nicht mehr überlegen, wem ich wann Cookie gebe, Leute. Jetzt kann ich alle Cookies meiner Tochter geben. Also wenn gleich nochmal dieselbe Nacht kommt, dann weiß ich nicht,
ob das Spiel ein richtiges Ende hat. Ja, ich habe aus Versehen meinen Sohn umgebracht. Keine Sorge, das Spiel hat ein Ende. Dauert das noch lange? Oder bin ich kurz vorm Ende? Kann man aus Versehen seinen Sohn killen. Ja, hier läuft ein fucking Monster rum. Aber auch meine Kinder. Und dann, ja. Ist er halt in die Kugel reingelaufen. Es gibt wohl sogar mehrere. Ja, wahrscheinlich Kinder überleben, Kinder sterben, ein Kind stirbt. Sowas halt wahrscheinlich. Ich hole ihn mir. Der andere kommt auch noch rein, währenddessen! Jetzt hat er eine Lebensleiste. Ach du Scheiße, wie? Zwei Stamina auf einmal verloren? Badezimmer. Der Große ist auch hier. Ich dachte, der ist weg. Ja, ich finde keinen Stamina-Punkt. Der kann nicht laufen! Wieso darf der laufen? Wieso hab ich...
rein. Und der Große kommt wieder. Wo ist der Zwerg? Da ist der scheiß Zwerg. Vorm Fernseher. Ich hab ihn aber gleich. Hinter mir! Ach du Scheiße. Boah, ich frag mich, ob man den Maskenmann irgendwie besiegen kann. Ich frag mich, ob man irgendwie diesen Maskenmann töten kann. 2 von 3 Kindern getötet. Wir machen daraus einen Hattrick. Glück gehabt. Ja, okay. Alles für den Loot. Alles für den Loot. Wo ist jetzt meine Tochter? Ich habe noch ein Kind, okay? Das will ich wenigstens behalten. Alles gut? Vermisst du deinen Bruder? Es tut mir so leid. Why is Tommy hurting me? Solange Mama dir nicht wehtut, mit dem Eisen in der Hand, ist alles gut. Mama ist das gefährlichste Monster hier in diesem Haus. Aber wie hat die bitte so ein Kind geboren? What the fuck? Da war ein Keks neben der Tür. Naja. Naja. Der Junge ist tot. Ich denke mal, wir haben es geschafft. Geschafft. Ich meine, ist jetzt ein Zimmer frei für einen Hobbyraum oder so. Ein Zimmer vielleicht für mich frei. Ich schlafe die ganze Zeit auf dem Stuhl. Geht noch weiter? Kleines, alles wird gut. Why am I locked? Kleines, alles gut. Alles gut, Kleines. Your children are safe now.
Das ist sowas von Bad End, ja. Oh Mann, ey, hätte ich nur den kleinen Jungen schlafen gelegt. Mary has died. Hätte ich den kleinen Jungen dann nur schlafen gelegt. Your score. Könntest auf YouTube die anderen Endings mal anschauen. Kyla is now living with her Uncle Carl, who she appreciates very much. The autopsy found that Mary was in a psychotic state when she killed Tommy. Ach so, als Kyle getötet hat, war alles okay? Da war alles in Ordnung. It was later found that Mary wasn't behind the other murders in the building. Okay, aber wer war das? Wer war... The person responsible for those deaths was never found. Wer war das? Boah, den kann man bestimmt in einem Ending... Es gibt bestimmt irgendwie ein Ending, wo man ihn töten kann. Ja, Chat. So auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdet ihr mich als Mutter einschätzen? Würdet ihr mich einstellen als Babysitterin? Was sagt ihr? Würdet ihr mir eure Kinder anvertrauen? 10 von 10? 11? Mörder von 10? Solide 8. Ich würde dich als Hitman einstellen. Zwei von drei. Ach so. Oh Mann, das Spiel war echt stressig. Also es war echt gut. Ich fand, zum Ende hin hat sich das ein bisschen gezogen. Zum Ende hat sich das ein bisschen zu gezogen. Es waren zum Ende hin zu viele Nächte, wo man einfach nur das Gleiche gemacht hatte. Das war ein bisschen zu viel. Da hätte man vielleicht 3-4 Nächte weniger machen können. Aber ansonsten war das wirklich echt stark. Also ich habe mich selten so unwohl gefühlt und so gestresst wie hier. Das war echt sehr, sehr unangenehm. Das war echt ein ekelhaftes Gefühl die ganze Zeit. Wie viel würdest du kosten? 16 Euro die Stunde. Ist das gut? Man hätte es auf 10 Nächte reduzieren können. Ja, ja, 10, 11 wäre bestimmt ganz gut. Wäre bestimmt ganz gut. Aber so, also das, vor allem am Ende, wo dann mehrere Nächte hintereinander das gleiche waren. Ne? Wir gucken uns nochmal die anderen Endings an. Ende war jetzt unsatisfying. Ja, weil ich reingeschissen habe am Ende. Ich habe meinen Sohn umgebracht. Ich bin einfach um die Ecke gelaufen, hab meinen kahlköpfigen Keil gesehen und hab ihm zwischen die Augen direkt gezielt, ohne drüber nachzudenken. Ich verdiene ein schlechtes Ende. Ich bin fucking Killer. Mann, ey, die No-Scope, halt wirklich. Ich kam um die Ecke direkt, bam! Nicht gezögert, gar nichts. Einfach durchgedrückt. All Endings. Hier 58 Minuten? Hier ist 12 Minuten was. Hey there. The video you're about to lay your eyeballs on originally comes from an old Twitch stream. I do things there. One more thing. A lot more black and white than I remember. Nice feet. Oh, das ist jetzt. Oh, das ist so ein Highlight-Video. So ein Let's Play. Ich will einfach nur alle Endings sehen.
ein Speedrun. In welchem Speedrun macht man denn alle Endings? Vor allem, wer speedrunnet bitte dieses Game? Hey everyone, this is... Everyone? Oh, keine. Gegen like extreme paranoia. Es gibt keine richtigen Videos, Leute, dazu. The investigation found that Mary was in a psychotic state when she killed Tommy. Okay, so Tommy was a real thing then. Ooh. Never found. Was hat denn für einen Score gehabt hier beim seinem Das ist sein erster Run. So was never real thing. Mary was hier. Der hat bei dem sind beide Kinder haben überlebt. Kyle und Kyla are now living with their Uncle Carl. Ja. Der ändert sich aber nur der Text am Ende. Ja, bei ihm. That thing? Beide überlebt. That thing. And the other time. Oh, we are getting. Jetzt bringt er beide Kinder um. Glaub, es gibt nur well, das eine. We are getting a different ending. Echt? Raised. Your score. Aber Leute, beide tot, Wellbeing 100%, 94%. So schlecht ging's den Kindern gar nicht, okay? Kaylin. The bird next to their father's grave. Their uncle Carl visits them often. Das gleiche. It was later found that Mary wasn't behind the other. Lives. Jetzt hat er nur ein Kind umgebracht. Jetzt hat er mein Ending. Jetzt bringt er nur das Mädchen um. Er macht einfach. Er bringt die ganze Zeit einfach nur seine Kinder um. Immer und immer wieder. Fairly core mothers. A little bit like they put es gibt kein anderes Ending. Es gibt nur die Texte ändern sich einfach nur am Ende ein bisschen. Aber egal, ob alle überleben. Dieser maskierte Maskenmann. Wer zum Fick war das? Maskentyp vielleicht der Onkel? Vor allem, wir haben ja eine unbekannte Nachricht auch bekommen. Von irgendjemand Unbekanntem, der geschrieben hatte. Ich weiß nicht, was er geschrieben hatte. Aber ja. Ne? Ihr erinnert euch. Eine Nachricht einfach so von einem Fremden, der dann irgendwie so eine Drohung geschrieben hatte. Der Vollständigkeitshalber, also Mary überlebt, aber wenn die Kinder leben. Nee, Mary stirbt so oder so. Die Polizei kommt reingelaufen und schießt sie nieder. Genau, do you feel safe oder so, genau. Das war von einer unbekannten Nummer. Der hat das nur einmal geschrieben und dann nichts mehr. Ich denke mal, das kam von diesem Maskenmann. Aber wieso war der unsterblich? Wieso konnte man den nicht töten? Dann hätte ich, wenn, weil, so hätte ich gesagt, okay, das ist irgendwas, irgendwelche Gespinste in ihrem eigenen Kopf. Aber es sind ja Leute in diesem Haus die ganze Zeit gestorben. Wer hat sie alle umgebracht, wenn nicht sie? Nee, die wird verhaftet beim ersten Händen. Nee, da gab es ja auch eine Autopsie mit ihr. Mary was arrested. Okay, nee, stimmt. Aber wieso gibt es hier trotzdem eine Autopsie? Ah, nee, hier ist die Investigation. Okay, ja. Ja, der Sorry-Zettel war auch weird. Ja. Tommy hat einfach alle umgebracht im Haus. Na, okay, gut. Vielleicht hat Tommy alle im Haus umgebracht. Und der Maskenmann ist wirklich irgendwie ein Ding in ihrem Kopf. Naja. Maybe sollte das der Vater sein. Aber wieso lacht er sie aus?
Ich muss dringend auf Toilette. Wir haben noch ein Spiel, Leute.